Meine Damen und Schergen, willkommen zurück zu Gordian Quest. Weiter geht's und ich hoffe, wir werden jetzt gleich irgendwann in diesem Video noch den Rissfürsten erledigen. Aber erstmal stürzen wir uns in das tödliche Level 27 Gefecht. Gefrorener Boden hat das Gebiet und wir bekommen einen Schicksalspunkt. Das hört sich doch schon mal ganz nett an. Wobei Schicksalspunkte, ja, so wirklich hauen die mich jetzt auch nicht um. Oder besser gesagt, ja gut, ich komme auch ohne aus. Um es mal so zu sagen. Okay. Ja, das ist halt... Ja, Blutduft ist halt in der Situation nicht unbedingt so toll. Wir müssten mal dich da erledigen. In den Anfang wäre das, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Du willst sie angreifen. Das ist natürlich... Das ist schon wieder blöd. ja. Gut, wie machen wir das denn? Wir könnten... Moment, wie funktioniert das? Wir können dich mal dahin bewegen. Ja, ich hätte jetzt auch zuerst dann... nimm mal ausweichen. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Was soll's. Gut, dann haben wir jetzt hier... den Sturztritt. Dann verpassen wir dir vielleicht mal gleich einen Sturztritt. Das würde so auf jeden Fall dann auch schon reichen. Scharmützel. Machen wir das erstmal so. Gut, dann hätten wir... Sache mit der Verwundbarkeit. Ja, aber das bezieht sich nur auf den nächsten Treffer. Von daher ist das gerade so ein bisschen doof. Ach komm, nehmen wir dich direkt raus. Dann machen wir hier kurz einen Prozess. Dann würde ich doch mal sagen, behalten wir mal den Sturztritt. Du hast wilder Ansturm. Dann werden wir das auch erstmal am Anfang benutzen. Dann hätten wir hier noch sowas. Das wäre natürlich auch sehr nett. Können wir dir vielleicht schon mal einen mitgeben? Dann haben wir hier die gerechte Flamme. Ja, man kann das hier auch bei dem gut sehen. Man kann auch auf die Felder dann ja, quasi klicken. Und das trifft dann die soweit. Okay, dann machen wir das einfach mal hier. Das haut aber auch ganz schön gut rein. Also, ja. Okay. Katrin könnte gleich auf jeden Fall noch mal so irgendwas mit Heilung gebrauchen. Jetzt haben wir da schon wieder gefrorene Felder. Das ist aber ein ganz schöner Schmarrn. Weiter, ja, nehmen wir das auf jeden Fall. Gut. Dann hätten wir das. Dann können wir dich verschieben. Ja, nee, du bleibst mal, wo du bist. Klarheit. Sturztritt haben wir jetzt hier eigentlich nur... Gut, knipsen wir dich aus. Das ist jetzt doof, weil ich kann da das Skelett gerade nicht angreifen, beziehungsweise den Zombie. Du hast... Ja, okay, nichts mit Heilung. Das sollte dann erstmal... Sollte dann erstmal reichen. Gut, was haben wir hier? Schlinge des Steins, Eisresistenz, kanalisieren, Gelegenheitsangriff. Nee, Initiative. Das wäre was vielleicht für einen Schurken. Giftige Granate. Von diesen Granaten halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. So auf den ersten Blick. Und ja, gut, was machen wir? Fertigkeit abwerfen. Nehmen wir mal das und dann würde ich doch mal sagen, wir trennen uns von... Ich würde schon fast sagen, wir trennen uns von Vollmond. Ah, das ist halt echt doof. Kämpfe gehen halt bisher nicht so lang, deswegen... Ich habe jetzt so oft schon Vollmond bekommen, ohne vorher irgendwie die Geisterwolf-Karte bekommen zu haben. Deswegen, die anderen Sachen kann man eigentlich soweit gebrauchen. Nochmal ausweichen möchte ich jetzt nicht rauswerfen. Deswegen, ja gut, nehmen wir mal Vollmond raus. Vielleicht
Später im Spiel dauern die Kämpfe dann vermutlich noch länger, aber für den Moment kann ich damit halt jetzt nicht so wirklich was anfangen. Gut, dann steigen wir mal hinab. Was haben wir denn hier? Zwei Events und dann da das Portal. Flüchtiger Blick auf etwas Glänzendes. Gut, ich versuche mal mein Glück. Was haben wir denn hier? Bezauberung, Eifer. Ja toll, dann hätte ich mir die Karte nicht holen müssen. Aber Zauberschaden. Eifer hat nun einen quadratischen Wirkungsbereich. Alles klar. Wappen des einsamen Wolfs. Plus 2 maximale TP. Beherrschung aller Standardkarten auf der Hand im Kampf. Das ist aber auch schon sehr nett. Auch wenn sich sie nur auf die Standardkarten bezieht. Aber das ist, joa. Hasenpfote, das, ja, das ist halt für die Würfe. Nee, dann nehme ich mal das und dann möchte ich mal kurz gucken. Du hast hier halt Klarheit. Bisschen suboptimal. Ja, toll. Ich glaube, ich werde dann wirklich mal tauschen. Gut, was haben wir hier? Du gelangst in eine riesige unterirdische Kammer. Die Architektur ist beeindruckend. In der Mitte der ausgehöhlten Kammer schwebt eine Plattform. Der Raum ist so tief, dass der Grund, sofern überhaupt vorhanden, in der Dunkelheit verschwindet. Lösen wir mal einen Kampf mit der Kammer aus, wollte ich sagen. Ach, was soll's. Der Rissfürst schwebt über einem auf dem Boden gezeichneten Pentagramm, das dem im Versteck der Kultisten sowie dem in der Höhle im Wald ähnelt. Unter ihm liegt die vertrocknete Hülle von König Andaro. Ihr seid weit gereist, um euren eigenen schmerzvollen Tod zu erleben, spricht der Rissfürst mit vor Bosheit triefender Stimme. So sei es. Gut, das hätte mir mal vorher sagen sollen, wer da redet. Oh, hallo, über 1000. Oh Gott, zittert vor Angst, Sterbliche. Ja, der Tod irgendwas. Irgendwas wird mit dem Tod sein, auf jeden Fall. Wir müssten, glaube ich, Skelett beschwören. Ja, nee, das ist ein bisschen blöd. Ich würde den hier gern zuerst ausknipsen. Aber ich positioniere die hier erst nochmal so ein bisschen. Anrempeln geht da leider nicht. Das ist blöd, die kann man dann halt nicht. Also, sie müsste eigentlich hier stehen und er müsste dann hier stehen. Aber Katrin kann dann halt nur um sich herum vielleicht in den meisten oder in den meisten Fällen heilen. Ansonsten ist das halt so ein bisschen. Ah, ja gut, das könnte ich machen, das bringt mir aber nichts. Das ist sowieso ein bisschen blöd, weil ich gebe dann schon einen Punkt dafür aus, ein AP. Ja, das ist halt irgendwie. Du kannst ihn auch gar nicht angreifen. Das ist ja. Doch, damit kannst du ihn angreifen. Okay, gut. Toll, jetzt kannst du da nicht hoch. Das ist auch super. Dann machen wir das doch mal so. Dann hast du jetzt hier Klarheit. Was hast du denn für eine Klarheit? Das würde sogar reichen. Gut, dann kommt jetzt mal. Ich werde auf jeden Fall. Der Hieb kommt mal weg. Dann spielen wir jetzt hier die Sturzangriffszone. Genau, das könnte ich da nämlich auch so machen. Dann können wir ihn zumindest ausschalten. Das ist von der Positionierung gerade so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Wilder Ansturm. Ja. Wenn ich dich da oben hinstelle, dann tauscht ihr. Das ist doch schon mal. Ich habe heftige Angriff. Okay. Ja. Gut, ne? Behalten wir mal die Karte. Der Hayopai beschwört jetzt ein Skelett. Und noch so einen ollen Ghoul. Und die haben auch schon ein bisschen mehr Lebenspunkte. Das funktioniert aber nur auf sie selbst mit dem Bann, ne? Ja, Jetzt könnte ich aber vielleicht mal ein bisschen mit Blutung arbeiten. Weil ich kann das gar nicht so hoch stacken. Weil das verliere ich dann ja immer wieder. Ah. Machen wir das erstmal so. Ja, das ist echt blöd mit der Verwandlung. Ja, könnte ich
Ja, du müsstest dich eigentlich wirklich mal ein bisschen nach oben bequemen. Danke. Ich können wir direkt erledigen. Dann nehmen wir hier nochmal Blutung. Ich müsste eigentlich mit mehreren da dann Blutung benutzen. Damit die Druidin auch was davon hat. Das behalten wir denn mal. Ich glaube, Sturzangriffszone, damit kann man nie was verkehrt machen. Gut, Regeneration ist schon mal eine gute Sache. Ist auch kostenlos. Heilkarten brauchen wir jetzt nicht. Das wäre noch eine Option, um dich auszuknipsen. Dann machen wir das doch. Gut, dann bleiben wir erstmal dabei und nehmen uns einen gerechten Schlag bitte mit. Schneesturm. Jetzt kommt der hier mit so einem Flächengedöns an. Entwaffnung und schutzlos. Das ist ja... Aber wir haben hier noch einen Geisterwolf. Kann er denn aus der zweiten Reihe aus angreifen? So, bitte mehr Blutung. Kurzangriffszone. Ich könnte ja auch erstmal so ein paar Sachen auf dem Stacken oder es zumindest versuchen. Gut, du hast jetzt... Ich glaube, du solltest erstmal heilen. Heilen wäre, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann machen wir das erstmal so. Dann noch einen direkten Schlag hinterher. Bin mal gespannt, ob ich den hier beim ersten Versuch schaffe oder halt nicht. Verschiebung ist jetzt eher nicht so toll. Wildes Gebrüll. Gut, du kannst jetzt halt nichts weiter machen. So. Wir hätten jetzt hier Wert entkräften. Nehmen wir das erstmal. Dann war es das auch schon. Holtener Stahl. Ja gut. Macht ja auch ein bisschen Schaden. Nehmen wir Sturzangriffszone mit, aber ich spiele die gar nicht. Gerechte Flamme kostet nichts. Das ist natürlich super. Damit kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Ja gut, dann lassen wir das so. Macht der Wolf irgendwas? Er gibt sich hier ständig irgendwie Crit. Donnerknall, das wäre natürlich jetzt schon mal eine Option. Oder auch nicht. Ach nee, das ist ja sowieso. Gut, dann nehme ich jetzt mal... Dann nehme ich jetzt mal... Beweg dich mal auf das Feld. So, Machtdemonstration ist super an der Stelle. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen hier mal eben kurz einen Prozess. Aufreißen können wir ruhig mal mitnehmen. Dann hätten wir hier noch erschlagen. Das ist doch auch schon mal ganz nett. Dann haben wir das noch. Dann können wir noch... Gut, Heilkarte, ja, kann man mitnehmen. Warum nicht? Halt den Wirker. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, wir können das nochmal nehmen. Halt das Ziel um 19 TP. Dann nehmen wir dich mal als Ziel. Buße ist jetzt eher nicht so mein Fall. Der Wolf hat schon wieder nichts gemacht, oder? Lass mich raten, der muss in die erste Reihe. Damit er auch was macht. Wir können das einmal bannen. Das, ja gut, du kannst halt immer dahin. Dann haben wir hier jetzt Klingenwirbel.
Das wird schon einiges an Schaden machen. Ja, wenn ich die Karte hier schon habe, dann... Das haut gut rein. So, nehmen wir mal Aufreißen wieder mit. Dann hätten wir hier schon mal... Diese Schwächungszauber könnten wir mal entfernen. Das funktioniert jetzt nicht. Das ist doof. Kannst du denn dahin und von da aus... Gut, dann geht sie halt in die zweite Reihe. Die Karte nehmen wir bitte mal mit. Der hat jetzt noch 509 Lebenspunkte. Klingbeschwören, ja, okay. Ha, nee, dann machen wir das. Machen wir das so. Geht nicht. Ja gut, dann müssen wir das nehmen. Damit treffen wir zumindest. Okay, gut. So, du hast jetzt Machtdemonstration mal wieder. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Kommandoschrei könnten wir auch mal nehmen. Warum nicht? Wären 60 Damage, aber ich könnte dich noch damit weiter malträtieren. Die nehmen wir mal mit. Gut, und du kannst jetzt mal bitte, bleibst einfach da, wo du bist. Ne, gehst dann dahin. Der Wolf macht nichts. Warum macht der Wolf nichts? Ich weiß es nicht. Wir holen uns hier erstmal die große Wiederherstellung. Und ich kann sie da unten leider nicht heilen. Ahaha, weil ich die Position gewechselt habe. Das ist natürlich super. Dann gehen wir wieder dahin. Danke. So, 313, das sieht doch gut aus. Oder der hat noch dann, wenn er alle Lebenspunkte verloren hat, kommt dann noch eine andere Phase. Das könnte natürlich auch gut sein. Anrempeln wäre da gar nicht mal so doof. Aber wir machen das mal so. Und dann hätten wir jetzt hier 78, das wären 30, das wären 81. Ah, nehmen wir jetzt mal hier eine Sturzangriffszone. Warum hat er jetzt kein Leben mehr verloren? Habe ich da irgendwie was? Aha, er leidet keinen Schaden. Der hat also auch sowas. Das ist ja schon mal super. Das heißt, ja gut, ich könnte... Moment, da stand doch. Ach nee, das ist... Doch, da steht eine Runde lang keinerlei Schaden. Warum hat er dann jetzt Schaden bekommen? Fragen über Fragen. Ach nee, er bekommt keinen Schaden. Aber der Schaden wird angezeigt. Ja, super. Ist ja auch egal. Okay. Der macht da nichts. Warum machst du nichts? Du sollst angreifen. Oder ist er zu weit weg? Könnte natürlich auch sein. So, wir nehmen jetzt hier einmal wildes Gebrüll. Dann haben wir hier nochmal... Ja, Streich. Streich auf Streich geht das hier. So. Dann mal schnell das ausschalten. Dann machen wir damit einfach mal weiter. Bleibt das dann eingefroren? Moment. Kann ich zurück? Weil die eingefrorenen Karten kann ich ja nicht spielen. So war das doch, ne? So. Einmal. Damit kriegt er einen rüber. Und
Gut, wir können mal gucken. Was haben wir denn hier? Segen. Nehmen wir einmal Wein. Dann können wir das auch mal ausprobieren. Geht bei dir jetzt nicht. Davon möchte ich jetzt... Nee, gar nichts mitnehmen. Er bufft sich hier oben immer nur mit Crit. Das ist doch lächerlich. 26 Kraft, 48... Jetzt kritisch. Warum greift der da nicht an? Ist doch beschiss. Achso, man behält die magischen Schwerter dann auf der Hand. Okay, ich habe nichts gesagt. Und dich können wir ausknipsen. So, jetzt möchte ich aber gerne noch mal was sehen, aber... Sturzangriffszone. Ja gut, das hätte ich jetzt mitnehmen können, aber... Dass er dann im nächsten Zug noch sich AP holen kann. Aber ich habe es jetzt einfach mal gelassen, was soll's. Okay, du müsstest jetzt Geschichte sein, aber das geht eigentlich. Das ist einfach viel zu einfach, ganz genau. Du bist stark für einen Sterblichen, aber unsere Zahl ist endlos. Ein anderer wird sich an meiner Stelle erheben. Haben wir den doch schon besiegt? Okay. Du hast gesiegt! Du hast den Fürsten des Risses bezwungen und den Fluch, der auf Westmoor lag, gebannt. Das ist jedoch lediglich der Anfang deiner Gordian-Quest. Die letzten Worte des Fürsten des Risses haben dir ein ungutes Gefühl vermittelt. Noch größere Gefahren erwarten dich in den anderen Gebieten. Danke, dass du diese Early Access-Version gespielt hast. Lalala, zurück zum Menü. Und was ist mit Kampagne 2? Dachte, das wird dann weitergehen. Oder muss ich dann... Nee, ich muss dann die Kampagne auswählen, oder? Wenn ich eine neue Kampagne anfange. Gut, das schauen wir uns nächstes Mal an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald!